Heute geht es um das Thema SVG-Grafiken. Los geht's! Herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial an diesem Sonntag und dem ersten Programmiervideo dieses Jahr. Wie ich letzte Woche schon gesagt habe, fängt es heute wieder an, richtig zu programmieren. Was heißt, wir werden auch ein bisschen was tun. Und zwar werden wir SVG-Grafiken, also sogenannte Vektorgrafiken, in eine HTML-Seite einbauen. Und ich werde erklären, was man damit so machen kann, wie etwas funktioniert und so etwas. Diese Technik ist, wie viele vielleicht wissen, vielleicht nichts Neues. Also sie gibt es schon einige Jahre, allerdings ist sie erst jetzt die letzten paar Jahre wirklich in den Fokus gerutscht, weil immer mehr Browser, mobile Geräte, also Tablets, Handys etc. das alles unterstützen und sie haben unfassbar schöne Vorteile, und zwar einmal, sie sind sehr leicht responsive anzuwenden, man kann sehr komplexe Bilder damit sehr, sehr klein darstellen und sie verpixeln nicht. Grundsätzlich geht es jetzt los und viel Spaß! Heute geht es um sogenannte Vektorgrafiken. Vektorgrafiken unterscheiden sich von den sogenannten Pixelgrafiken auf vielerlei Weise, und vor allem wenn man diese als SVG-Datei im Web nutzt, hat man zusätzliche Funktionen, die PNGs oder JPGs nicht bieten. Hier habe ich schon mal vorbereitet, einfach mit Adobe Illustrator, der CC-Version 2016. Dabei ist es allerdings egal, ihr könnt auch andere oder auch Freeware-Programme zum Erstellen von SVG-Grafiken nutzen. Wichtig ist, dass es halt Vektorgrafiken sind. Ihr könnt keine Fotos als SVG-Grafik verwenden. Das funktioniert alleine durch die Mechanik nicht. Und das werde ich auch gleich genau erklären. Wie ihr seht, habe ich hier einfach nur vier so Vierecke. Diese habe ich hier hingemacht. Das Weiße verschwindet später, wenn ich das abspeichere. So haben wir praktisch nur hier vier bunte Vierecke. Und das ist alles, was wir für unser Tutorial brauchen. Als erstes möchte ich jetzt auch mal erklären, wo der Unterschied zwischen SVG und sogenannten Pixelgrafiken liegt. Dazu kopiere ich mir einfach mal meine Vektorgrafik und ziehe sie hier in Adobe Photoshop als Smart-Objekt rein. Dadurch, dass ich es als Smart-Objekt verwende und die CC ziemlich clever ist, können wir hier dieses Objekt ganz, ganz klein ziehen, abspeichern, und es ist, wenn ich ein bisschen ranscrolle, jetzt muss es wieder laden, immer noch scharf. Wenn ich es jetzt markiere und groß ziehe, ist es immer noch gestochen scharf. Also da verzieht sich nichts. Und genau so ist es im Web auch. Ihr könnt praktisch Bilder unendlich skalieren, ohne dass sie größer oder klein, also egal wie groß oder klein sie sind, sie haben immer die perfekte Schärfe. Also sie werden niemals unscharf. Irgendwann ist natürlich der Punkt, dass ein Monitor, der nur begrenzte Pixel hat, also eigentlich für Pixelgrafiken optimiert ist, diese nicht mehr darstellen kann. Der Vorteil ist allerdings von Vektorgrafiken, sie sind mathematisch aufgebaut. Was heißt, man hat anders als bei Pixelgrafiken, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach meine neue Ebene hinzufüge und mit dem Pinsel einen Strich mache, das hier ist eine Pixelgrafik. Wenn ich hier ranscrolle, sehen wir, dass sich hier am Rand so eine Art Verlauf bildet. Das haben wir hier bei der Vektorgrafik nicht. Wenn ich jetzt diese Pixelgrafik zum Beispiel einfach auch skaliere, ich ziehe sie jetzt mal ganz klein, dann sehen wir, dass das sehr ungenau ist, und wenn ich das Ganze jetzt sehr groß ziehe, dann sehen wir, dass es bei weitem nicht mehr scharf ist. Und das ist halt der große Vorteil von Vektorgrafiken. Und dadurch, dass man nur, zum Beispiel wenn man sich das hier anguckt, muss der Computer sich nicht alles merken. Also er merkt sich nicht diese Pixel, die hier drin sind, sondern er merkt sich den mathematischen Aufbau der Grafik. Das heißt, wir haben hier einen Canvas, nennt sich das. Das ist die Grundfläche einer Vektorgrafik. Und dieser ist zum Beispiel 500 Pixel groß. Alles andere, was dort drin ist, wird anhand dieses Canvas berechnet vom Computer und wird praktisch nur als Code hinterlegt. Was heißt, diese Grafik müsste aus vier Rechtecken bestehen, die auf einem großen Canvas liegen. Um das genauer zu erklären, schließen wir jetzt Photoshop und auch Illustrator. Wobei Illustrator muss ich noch eine Sache erwähnen. Und zwar, wenn man sich mit Illustrator oder egal mit irgendeinem Programm eine Vektorgrafik erstellt hat, muss man diese speichern unter. Am besten einfach speichern unter, zack. Dann hier SVG auswählen. Bei mir ist die jetzt einfach Logo SVG. Keine Ahnung, warum ist so. Ich ersetze diese jetzt auch einfach mal. Und hier oben steht SVG 1.1. Das ist sehr wichtig. Ich habe nämlich auf meiner Internetrecherche und auch aus eigenen Erfahrungen gemerkt, dass nur dieses Format wirklich gut im Web funktioniert. Die anderen Formate haben zum Teil einfach Probleme. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Allerdings steht überall im Internet und auch bei großen Sachen wie dem W3C, dass man SVG 1.1 verwenden soll. Also sollte man sich einfach daran halten. Für das Tutorial ist das jetzt erstmal egal und ich werde das jetzt schließen. Das können wir lernen, das brauchen wir auch nicht mehr. Und ich habe hier den Workspace, der für das eigentliche Tutorial vorbereitet ist, schon mal offen und werde jetzt das alles ein bisschen erklären. Das erste, worum es geht, ist, wie immer könnt ihr unter der URL unleash-design.de/tutorial/svg, damit sind wir in unserem Tutorial-Verzeichnis,
diese ganze Sache live aufrufen. Der Link sollte jetzt auch oben in der Ecke einblenden. Das erste ist, wir haben ein CSS-Verzeichnis mit einer Layout-CSS. Diese ist leer, also nicht ganz leer. Werde ich gleich erklären, was da drin steht. Dann haben wir einen Image-Ordner. Da habe ich einmal den Hintergrund. Wie ihr seht, ist das hier einfach ja, so ein grauer Verlaufshintergrund, den ich aktuell überall verwende. Das hier brauchen wir auch nicht, können wir ausschließen. Und natürlich die SVG-Grafik. Diese habe ich hier schon mal geöffnet. Das werde ich gleich erklären, was hier steht. Dann habe ich JavaScript eingebunden. Ich habe eine SVG.js eingebunden und eine Index.html. Die SVG.js ist noch fast leer. Genauso wie die Index.html. Dort habe ich halt nur die Layout-CSS verlinkt, jQuery und die SVG.js verlinkt. Diese ganzen Dateien werden wir uns gleich angucken. Als erstes ist aber viel interessanter, die sogenannte SVG-Grafik mal genauer anzusehen. Und zwar seht ihr hier Code. Das ist vielleicht für viele erstmal verwunderlich. Warum ist in einer SVG-Grafik Code? Und das ist, wie was ich gerade gesagt habe, man hat praktisch einen SVG-Tag. Dieser ist so gleichzusetzen mit einem Canvas, auf dem dann praktisch die Grafik jedes Mal neu gezeichnet wird. Und dadurch, dass man das neu zeichnet, hat man praktisch mit diesen paar Zeilen Text ein komplettes Bild. Und der große Vorteil hiervon ist, es ist unfassbar viel kleiner als jede mögliche Art eines PNGs, JPGs oder irgendeines anderen Bildformats. Was heißt, wenn ich das hier als JPG abspeichere oder als PNG, wird das unfassbar viel größer sein als diese paar Zeichen hier. Also wir reden hier wirklich von eigentlich von minimalen Einheiten von Kilobytes. Allerdings, wenn man eine Webseite baut und vielleicht 200 solcher kleinen Icons bräuchte, dann machen, ob das Icon 5 Kilobyte groß ist oder 20, macht einen immensen Unterschied, vor allem in der mobilen Nutzung. Und deswegen sind SVG-Grafiken extrem praktisch. Es gibt jetzt verschiedene Arten, diese zu verwenden. Wir könnten einfach in die Index.html über den normalen Image-Tag SVG-Grafiken verwenden. Diese haben aber zwei Nachteile. Nummer 1. Zwischen dem Server und dem Client, also der die Website aufruft und dem, der sie bereitstellt, ist ein Verkehr. Was heißt, wenn ich eine neue Webseite aufrufe, dann wird als erstes einfach mal etwas gedownloadet und sobald, also jedes Element wird einzeln gedownloadet und sobald ich etwas verlinke, wie zum Beispiel ein Image, wird ein zusätzlicher Ping an den Server gesetzt, was heißt, ein zusätzlicher Schrift ist nötig. Wenn wir jedoch diesen Code einfach kopieren, das heißt, wir öffnen unsere SVG-Grafik in irgendeinem Editor, kopieren uns diesen Code hier raus und fügen ihn schlichtweg in unserer Index.html ein. Haben wir dieses Bild praktisch in unserer Index.html. Wenn ich jetzt auf unseren wunderbaren Server gehe, /tutorial-svg, sehen wir, dass hier schon mal das Bild reingeschoben ist. Allerdings ist es noch nicht so wie in meinem Beispiel. Jetzt wollen wir das Ganze einfach etwas schöner machen und auch so wie hier in die Mitte zentrieren und etwas kleiner. Um das zu erreichen, werden wir jetzt einfach mal unsere Layout-CSS etwas bearbeiten. Dazu kopiere ich mir hier schon mal einen kleinen Tag rein und erkläre mal eben, was ich hier getan habe. Als erstes habe ich wie immer Body, HTML, also die beiden Haupttags, einfach Padding Margin 0 gesetzt, Weite, Höhe 100, Background, einfach nur, dass dieser graue Hintergrund hier reinpasst. Sonst hat das nichts mit dem Tutorial zu tun, deswegen könnt ihr diese Zeile komplett ignorieren. Das hier ist etwas wichtiger. Und zwar haben wir hier Weite und Höhe unseres SVGs, die wir stylen wollen. Position Absolute Top Left 50 und mit Translate X und Y. Wer wissen will, wie dieses Zentrieren in der Mitte des Monitors funktioniert, für den blendet jetzt irgendwo auf Monitor auch das Video dazu ein, wie man Sachen richtig zentriert. Und da erkläre ich das auch genau. Deswegen speichere ich das jetzt hier einfach ab, ohne weiter darauf einzugehen. Das einzig Wichtige ist, wir haben hier eine ID, die kopiere ich mir raus. Und habe hier bei unserer SVG-Grafik in der Index.html ebenfalls eine ID, die tausche ich aus durch UD-Logo und speichere das Ganze ab. Wenn ich das jetzt aufrufe, dann ist unser Logo perfekt zentriert, wie auch hier, und man hat eigentlich keinen sonderlichen Unterschied mehr. Das, was jetzt kommt, ist eigentlich deutlich interessanter. Und zwar haben wir einen Style-Teil. In dieser SVG-Datei ist ein Style-Bereich. Dieser hat zum Beispiel wie hier Füllfarben. Was heißt, wir können diese Farben, das sind Farbcodes, wir können diese verändern, weil es steht in unserer Datei und alles, was in dieser Datei steht, kann man verändern. Was heißt, wir können jetzt hier diesen Rotton zum Beispiel einfach umschreiben in einen Blauton oder in einen Grünton und das würde sich hier verändern, ohne dass wir das Bild nur abspeichern müssen. Wer jetzt schon etwas weiter denkt, wir können etwas verändern, dann geht das auch über JavaScript. Ja, und genau das werden wir im Laufe dieses Tutorials tun. Wir werden unsere Bilddatei, unsere SVG-Datei mit JavaScript bearbeiten. Und vor allem kann man damit sehr coole Auswahlmenüs machen, zum Beispiel von komplexen Mustern oder irgendwelchen zum Beispiel Restaurant-Sitzplänen. All sowas kann man genau ansprechen, ohne kompliziert Sachen aufbauen zu müssen.
Und dadurch, dass das Ganze als SVG-Grafik verlinkt wird, ist es sehr leicht responsive zu halten. Wir können einfach dieser Grafik sagen, werde 100%, eskaliert sich perfekt und trotzdem können wir hier drin zum Beispiel eine coole Image-Map generieren mit einer sehr komplexen Grafik, ohne dass diese viel Programmieraufwand benötigt. Dieser ganze Bereich ist praktisch hier durch die Viewbox angegeben. Das ist unser Canvas, wie ich gerade schon erwähnte, also der Bereich, in dem sich unsere SVG-Grafik verwenden lässt. Hier unten sehen wir dann unsere vier Objekte. Und wie ihr seht, sind hier keine Maßeinheiten. Und das liegt daran, dass diese Maßeinheiten nur relativ sind. Wir haben hier Koordinaten, zum Beispiel hier von dem Punkt in der Mitte jeder dieser Grafiken praktisch, und dann die Höhe und Weite. Diese ist allerdings, wie gesagt, relativ. Was heißt, wenn wir die Grafik an sich verändern, verändern sich auch diese Werte hier drin automatisch und so ist alles sehr leicht responsive zu halten. Wir werden jetzt einfach mal anfangen, das Ganze ein bisschen, ja, mit dieser ganzen Datei etwas rumzuspielen. Und dazu werde ich mir mal eben etwas aus meiner vorgefertigten jQuery, also aus meiner SVGJS kopieren. Und zwar als erstes haben wir hier einen Bereich, der nennt sich Document Ready. Damit rufen wir einfach nur, sobald es fertig geladen ist, diese Datei auf. Und ich habe hier schon mal vorbereitet, einfach vier identische Aufrufe, die uns in der Konsole etwas ausgeben. Und zwar haben wir hier einmal, sprechen wir die Klasse an. Hier sehen wir immer, dass jedes dieser Rechtecke eine Klasse hat, zum Beispiel ST0, ST1, 2 und ST3. Diese Klassen haben hier, wie ihr seht, Farben und wir können gezielt sagen, wenn wir auf eine Klasse klicken. Ich habe jetzt hier einfach mal ein ziemlich einfaches und ziemlich simples Beispiel gewählt, weil man kann wirklich nur draufklicken und wir kriegen ausgegeben, auf welche Farbe wir gerade geklickt haben. Man kann natürlich hier mit JavaScript oder mit jQuery auch die Farben verändern. Man kann auch komplizierte Formulare zum Beispiel sagen, dass man, sobald man draufklickt, ein Formularwert an abgesendet werden will, wie ich zum Beispiel schon sagte, mit so einem Restaurant-Sitzplan oder zum Beispiel, wenn man eine Karte auf einem Kaufhaus, so einer Kaufhausübersicht zeigen möchte oder in einer App, kann man draufklicken und kriegt direkt etwas ausgegeben, was zu dieser Position auf einer Karte passt. Und das Ganze ist halt ziemlich einfach und ziemlich easy umzusetzen mit JavaScript und SVG-Grafik. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier drin mal die Konsole öffne, sollten wir jetzt, wenn wir das Ganze aktualisieren und ich hier draufklicke, Klick auf Grün, Klick auf Rot, Klick auf Blau, Klick auf Orange. Das heißt, wir können ganz genau sehen, auf welche Farbe wir gerade in unserer Grafik geklickt haben. Gleichzeitig können wir aber auch mit jQuery oder reinem JavaScript diese Flächen verändern. Wir können sie größer und kleiner werden lassen. Man kann sogar ziemlich komplexe Polygonformen damit erschaffen. Das heißt, sobald ich zum Beispiel auf ein Polygonobjekt gehe, also nicht auf hier wie so ein Rechteck, sondern auf ein Polygonobjekt. Das ist, wenn man zum Beispiel in Illustrator mit so einem Pinselwerkzeug etwas zeichnet, so ein cooles Logo oder sowas, dann kann man das komplett verformen und zum Beispiel in ein Rechteck oder in einen Punkt transformieren lassen, wenn man zum Beispiel drüber hovert. Diese Methoden sind ziemlich einfach umzusetzen und werden wahrscheinlich jetzt in Zukunft noch deutlich beliebter, weil sie einfach sehr browserkompatibel sind mittlerweile, sehr responsive oder sehr einfach responsive umgesetzt werden und aktuell von fast allen gängigen Browsern unterstützt werden und diese werden auch immer mehr in diese Richtung gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war wirklich ein ziemlich einfaches Tutorial. Allerdings hilft es, wenn man zum Beispiel Icons einbindet, Bilder einbindet, Grafiken oder komplexe Strukturen baut. Und daher hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst einfach mal ein Like und einen Kommentar, wenn ihr Ideen habt über dieses Video oder eigene Anregungen zu neuen Videos. Ich würde mich über ein Abo freuen und nächste Woche geht es dann natürlich weiter mit einem neuen Video und zwar, wie man mit jQuery und JavaScript ein sogenanntes Akkordeon-Menü baut. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen und ciao!